ist uns jetzt gerade hier über den Weg gelaufen. Thorsten Zimmermann. Thorsten, mal wieder in der DM. Schön, Gott sei Dank. Ja. Wie lange warst du schon nicht mehr da? Das ist bestimmt 2 Jahre, ja. Die wir schon immer in der DM mitgefahren sind. Und jetzt wollen wir wieder anfangen. Und deshalb nutzen wir unseren Heimlauf dazu. Und ich bin eigentlich bis jetzt zufrieden, wie es läuft. Können Hallweg mithalten vorne. Und sieht ganz gut aus. Ja, das sieht übrigens wirklich gut aus. Hat sich in den 2 Jahren was verändert hier? Weniger, sage ich mal so. Ist nie viel verändert worden. Das heißt, das Tempo haut dich nicht um. Du kannst ja, also du weißt ja, woran es liegt, ne? Und du weißt ja auch, wie es geht. Das haben wir ja auch sogar in EM-Auftritten schon gesehen. Und da geht auf jeden Fall über den Winter noch was. Wollen wir es hoffen. Es muss finanziell noch was gehen, aber ansonsten wird so auch noch was gehen über den Winter. Und nächster kommen wir zu DM. Öfters, es wird nie ganz werden, weil es finanziell nicht ganz klappen wird, aber wir lassen uns öfters erblicken. Du bist ja einer der wenigen, die in dieser Klasse 5, wo es ja richtig zur Sache geht, habe ich das Gefühl, auf einen Automotor setzt. Warum? Tja, wir haben mit Motorradmotoren keine Erfahrung und wir machen uns alles selber am Automotor. Wir haben nicht das Geld, uns was machen zu lassen. Mhm. Und deswegen machen wir den Automotor und bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, wirkt sehr solide und sehr haltbar. Wenn da vielleicht noch ein bisschen hier und da fehlt, ich denke mal, das kriegen wir hin. Und jetzt, wenn ich jetzt mal hier, wir stehen vor dem Finale. Was hast du dir vorgenommen? Na, ich bin B-Finale, ich will ins A-Finale. Zu Hause ist es Pflicht, A-Finale. Einverstanden. Das war die richtige Antwort. Drück dir die Daumen und freue mich auf nächstes Jahr. Danke, alles klar, ciao. Danke.